Krallenaffe. Stirbt, Krallenaffe, der nur um mich rumlaufen kann und sonst nichts macht. Und dein Äffchen tritt auch. Äffchen können wir leider nicht looten, aber Krallenaffe auch nicht. Okay, die haben nichts für uns. Oh, weiteres Warzenschwein. Und da ist Blut irgendwas. Blutwurzel, ja. Okay, und jetzt ist unser Leben wieder vollkommen regeneriert, deswegen würde ich jetzt mal diese Fantasiekatze da angehen. Ich glaube, es soll ein Jago sein. Auch wenn ich mir nicht sicher bin. Was ist ein Jago? Holy shit, als rein. Ah. Nee, hä? Was? Erstens, das sieht nicht annähernd aus wie ein Panther, auch wenn es, wie ein Jaguar, auch wenn es einer sein soll. Und zweitens, seit wann gibt es Jaguar im tiefen Dschungel? Das ist mir neu. Ja, okay, da war eben irgendwas mit Freibrechen alt und ich hab gedacht, da steht E. Ich habe auf E gehämmert. Mit der Fähigkeit Trankbrauen kannst du mit den richtigen Zutaten an einem Voodoo-Kessel wirkungsvoll Tränke brauen. Ja, das ist doch das, was ich schon vorausgesehen habe. So, mein Jaguar. Oh. Makibeere. So, mein guter Jaguar. Jetzt zeig mir doch nochmal. Alten Feind. Ja, so. Okay, da stand eben noch E. Gaganus erstmal. Ah, der kann ja nichts mehr. Okay, macht ganz schön viel Schaden. Wenn er einfach die ganze Zeit auf mich zuschlagen würde und nicht dumm rumlaufen würde, dann wäre ich jetzt tot. Nein. Bam. Neues Achievement. Beginner. Und wir können ihn nicht mal looten, ey. Wahrscheinlich brauchen wir irgendwie was zum Schälen, sag ich schon, zum Häuten. Fell abziehen. Oh. Krallen hatte. Ich mach mich erstmal hier vom Acker, weil jetzt ist es ja echt dunkel. Nicht, dass ich irgendwie Schiss hätte, aber ich will jetzt Geisterlilie. Ich glaube, die hat irgendwelche besonderen Werte. Bestimmt irgendwie Mana erhöhen oder so. Mana, gibt's überhaupt noch Mana? Gute Frage. Inventar, Mann, wo ist es denn jetzt? Da, Geisterlilie. Der milchige Saft dieser Pflanze hat einen leichten Verwesungsgeruch. Huch, die Raps, die Zuckerrohrpflanzen, die sahen da gerade aus, ne? Wie Menschen. Wie so ein Trauerzug. So, ich glaube, mit ihm hier haben wir noch irgendwelche Dialogoptionen gehabt, ne? Stimmt. Was ist in der Hütte? Was ist in der Hütte? Da drin lagern wir das Zuckerrohr, das die Arbeiter ernten. Naja, was noch davon übrig ist. Ist nämlich eine Menge weggekommen. Schätze, das waren die Piraten. Ja, ist eigentlich klar, warum die Piraten das Zuckerrohr stehlen wollen, um daraus rumzubrauen, ne? Aber ich frag mal trotzdem. Wozu sollten die Piraten Zuckerrohr stehlen? Na, wozu wohl? Zum Rumbrennen natürlich. Nachdem wir hier die Kolonie aufgebaut hatten, haben sie sich im Osten niedergelassen. Schätze, sie haben sich gedacht, oh, da gibt es Zuckerrohrfelder, wie praktisch. Da können wir uns ja bedienen. Aber ich werde aufpassen. Hier klaut keiner mehr was. Na, wenn du das sagst. Ich habe da zwar schon gerade ein paar Sachen geklaut und wenn ich das Zuckerrohr aus den Kisten klauen könnte, hätte ich es auch getan, aber... Sonst lagert ihr hier nichts außer Äpfel und Fackeln und Zuckerrohr? Sonst lagert ihr nichts hier? Nur ein bisschen Ausrüstung. Fackeln, Werkzeuge und so. Ja, sag ich doch. Taschendiebstahl. Verkaufst du mir was von der Ausrüstung? Verkaufst du mir was von der Ausrüstung? Warum nicht? Muss aber unter uns bleiben. Klar. Knochensäge. Wird benutzt, um Gliedmaßen oder Klauen abzutrennen. 100 Gold. Kaufe ich. Offiziersring Sand? Was? Sand blendet einen Gegner. Talent, schmutzige Tricks, Reichweite, Nahkampf. Unverkäuflich. Sand, wie es ihn überall zu finden gibt. Du kannst ihn ins Gesicht deiner Gegner werfen. Unverkäuflich? So viel zu unverkäuflich. Ja, ich habe mir mal soeben einfach Sand abgekauft. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon habe. Taschendiebstahl. Mehr ist nicht zu holen. 15 Gold, naja. So, Sand. Ja, jetzt habe ich Sand im Inventar, oder wie ist das jetzt?
Umsonst wahrscheinlich, ne? 110. Ne, ja doch, ich habe einen Sams bekommen. Sams. Steck die Waffe weg, wenn du keinen Ärger willst. Okay. Kluge Entscheidung. Haben wir uns jetzt irgendwie Sand gebackt oder so? Ich habe das Gefühl, wir haben einen unendlichen Vorrat an Sand bekommen. Naja, was soll's, mir egal. Gut, wir haben Sand. Und jetzt nochmal kurz hier zurücklatschen. Ich hoffe, wir können die Viecher jetzt nochmal von vorne looten. Und besonders den Jaguar die Krallen abziehen, weil die sind doch bestimmt 100 Gold wert, ey. Oder der Krallenaffe. Ich meine, wenn der Krallenaffe keine Krallen hat, dann stimmt irgendwas an seinem Namen nicht. Oder wenn die Leiche des Krallenaffen einfach nach ein paar Minuten schon verschwindet, dann ist das ein bisschen blöd. Welcome to Let's Play Risen, how to waste your money. Na gut, dann ist das wohl eine Zukunftsinvestition gewesen. Gut, dann laufen wir jetzt aber endlich mal zurück. Ist ja jetzt wirklich Stopp-Fußer schon. Nicht, dass wir jetzt noch zu spät ankommen und es dann Tag ist. Aber Moment, können wir jetzt eigentlich quick... Tatsächlich, wir können reisen, okay. Ja. Oder wir könnten so rumlaufen, okay. Moment, der hat gesagt, geh nicht ins Tal im Osten. Geh nicht in das Tal im Osten. Meint er das Tal hier? Waren wir da nicht gerade schon? Ne, da war ja nur der Klammeraffe, ne? Vielleicht meint er auch das Tal hier. Egal, ja, dann reisen wir mal. Und es ist noch bittere Nacht. Und was ist da bitte gerade drunter? Ja, liebe Programmer oder Objektplatzierer, da habt ihr ein bisschen gefailt. Ich würde sagen, diese Fackel soll nicht in der Kiste drin stehen. Na, kein Kommentar. So, da steht eine Wache draußen und die essen da hinten gerade. Und hier sieht mich keiner. Hihihihi. Was haben wir denn hier schönes? Betten. Abgelaufene Schiefe. Eine verschlossene Truhe. Da liegt ein Buch oben drauf. Können wir das... Ah ne, da oben liegt auch noch eins. Das können wir anscheinend nicht benutzen. Karaffe? Ist das eine Karaffe? Ne. Okay, waren ja also nur die Schuhe. Wie wäre es, wenn wir hier irgendwie einen Lappen mitnehmen und dann als Hose tragen? Naja. Ihr habt nichts gesehen. Gut, dann Schuhe, los. Anziehen, klingenfest. Oh, wir machen uns ja langsam richtig. Ich frag mich zwar, wie die Schuhe die äußerliche Erscheinung unserer Hose verändern. Ich meine, unsere Hose wird irgendwie länger, ne? Oder gehört das alles zu den Schuhen? Das ist ja sehr komisch. Egal. Wir mausern uns so langsam. Die haben deinen Grog überbracht. Die Sache mit dem Grog ist erledigt. Und? Hast du das Fleisch mitgebracht? Selbstverständlich. Hier, mit schönen Grüßen von Tompkins. Gut, das wäre dann alles für heute. Hier hast du deine 200 Goldstücke. Deine Freundin müsste auch fertig sein. Du kannst das Geld ja mit ihr teilen. Ja, bestimmt, das teilen wir. Sie hat ja nicht den ganzen Tag gekocht, ne? Gehen wir ein Stück, damit wir in Ruhe reden können. Okay. Wie mache ich mich? Ganz gut. Aber werd bloß nicht übermütig. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Klar. Du willst alleine mit mir reden, Baby? Komm her. Wir können uns hier an die Häuserwand stellen. Was ist los, Teddy? Ich habe uns ein wenig Proviant besorgt. Okay, sind wir geizig oder sind wir nett? Das macht mich jetzt echt, da könnte ich jetzt 5 Minuten drüber nachdenken. Aber das wäre ja für euch ein bisschen langweilig. Also einerseits sind 100 Gold viel für mich. Außerdem bin ich ein Mauserer. Ich habe Gold gerne. Aber ich will es mir mit Patty auch irgendwie nicht verscherzen oder so. Ich meine, als ob man sich damit verscherzt. Aber vielleicht blockiert das... So eine einfache Antwort kann ja eigentlich schon Dialogoptionen im zukünftigen Verlauf blockieren. Also, halt verändern. Gebe ich hier die 100 Gold?
Mann, jetzt überlege ich hier doch 10 Stunden lang rum. Scheiß drauf, komm her damit. Gut gemacht, her damit. Nicht so schnell. Der Koch hat dir Gold gegeben. Was ist mit meinem Anteil? Verdammt, den behalte ich erstmal. Den behalte ich erstmal. Alles klar. Und ich behalte den Proviant auch erstmal. Und wenn du dann unterwegs Hunger bekommst, kannst du dir ein paar Wurzeln ausgraben. Verdammt, ey. Ja. Genau sowas habe ich geahnt, ganz ehrlich. Das muss ich leider nochmal laden. Automatischer Spielstand. Ja, möchte ich laden. Ich weiß ja nicht genau, wo das ist, aber allzu weit weg wird es nicht sein. Mit der Fähigkeit Schnapsbrenner kannst du an einem Brennkessel leckeren Schnaps brennen. Das werde ich definitiv noch lernen. Den eigenen Schnaps brennen. Okay. Das war ernsthaft der letzte Spielstand, wo wir gespeichert. Ich hätte gedacht, da gibt es irgendwo ein Autospeichern, kurz bevor man eine Reise macht. Egal, okay, dann, ja, dann gehe ich jetzt direkt nochmal kurz zurück, schnappe mir die, Clown-Zange, Zähne, Zahn, Zing, Zang, Zong, Zang. Jetzt wird ein Spielstand erstellt, willst du mich verarschen? Gillis, gib mir erstmal deine 50 Gold. Und jetzt erzähl mir nicht, was in der Hütte ist, weil wir das schon kennen. Sonst lagert nichts hier. Verkaufst du mir was von der Ausrüstung? Verkauf! Die Knochensäge. Danke. Und den Sand. Den irgendwie Eternal Sand. Ich meine, wundert mich eigentlich auch nicht, dass man Sand hat, ne? Ich meine, hier liegt überall Sand rum. Es sollte nicht unbedingt schwer sein, Sand im Inventar zu haben. Und jetzt legen wir uns erneut mit der Katze an. Mit dem Jaguar. So wie ich sehe, verlieren wir jetzt bestimmt 5-mal gegen ihn. Und es war irgendwie Glück, dass wir das erste Mal gegen ihn gewonnen haben. Wäre jedenfalls so typisch. So, Quick Save. Und jetzt komm her hier. Quick da, Junge. Ich krieg dich weg. Vielleicht kriegst du mir auch voll die Breitseite. Aber ich kann im Kampf einfach auf die 0 drücken und dann essen was. Alter, ich hab's geahnt, Leute. Ich mach das total fertig. Weil ich den Team Sand ins Gesicht werfe. Ich hab's daneben geworfen. Oh, nein. Hör auf zu schlagen. Ich hab dich. Du hast verloren. Du bist tot. Jetzt gibst du mir deine Clown. Du mieser alter Geizkragen, ey. Schön, dann behalte deine Clown für dich, ey. War hier sonst noch was? Ich weiß es gerade nicht mehr. Affen. Da oben ist eine Höhle auf der Karte, habe ich vorhin noch gesehen. Die checke ich mal kurz aus. Magiebeere werden verfolgt, ne? Ich schätze mal, die Affen greift man nur an, wenn man deren Territorium total bedroht. Quicosaphus.